Die manuelle Regeneration des Dieselpartikelfilters dauert 30 bis 60 Minuten. Halten Sie den Mindestabstand von 1 Meter zu anderen Fahrzeugen, Gegenständen und brennbaren Materialien ein. Stellen Sie das Fahrzeug verkehrssicher ab und lassen Sie den Motor weiterlaufen. Ziehen Sie die Feststellbremse an. Schalten Sie das Getriebe in Neutralstellung. Nehmen Sie den Fuß vom Gaspedal und drücken Sie etwa 3 Sekunden auf diese Taste. Das System ist störungsfrei und die Motoröl- und Abgastemperatur ausreichend hoch. Jetzt kann die Regeneration starten. Die Kontrollleuchte im Kombi-Instrument geht an und die Motordrehzahl erhöht sich. In unserem Fall dauert es knapp 40 Minuten. Der Vorgang ist abgeschlossen, wenn die Kontrollleuchte ausgeht. Nach kurzer Zeit senkt sich die Motordrehzahl wieder auf die Leerlaufdrehzahl ab. Beachten Sie die Voraussetzungen der Betriebsanleitung. Bringen Sie Ihr Fahrzeug während des Regenerierens nicht in Stellung D oder R. Auch die Feststellbremse dürfen Sie nicht lösen. Haben Sie das alles beachtet, ist die Regeneration vollständig abgeschlossen.